Jo, Safischlins. Wir haben uns im Park herumgeschaut. Umgeschaut. Whatever. Jetzt gehen wir mal. Wir können jetzt zerschneiden, glaube ich. Zack. Sonntag ist gut. By the way, Fischlins, letztens hat sich was so Komisches ereignet. Und zwar hat jemand, vielleicht schaut sich jemand doch zu, hat bei Shira geschrieben, ob sie mit Stromisierer Elektrik tauschen kann. Sie meinte, sie hat überhaupt keine Elektrik. Und deswegen weiß sie nicht, wie er darauf gekommen ist. Aber ich finde es trotzdem ziemlich putzig und lieb, dass jemand wirklich YouTuber explizit fragt, ob sie mit ihm tauschen kann. So. In Tose gibt es einen Pokémon-Hort. Wenn man dort einen Männchen und ein Weibchen desselben Pokémon-Art abgibt, findet man beim nächsten Besuch wohl manchmal ein Ei. Ich bin weit gereist, um an der Super-Wettbewerbsshow teilnehmen zu können. Herzhofen. Okay, hier glaube ich machen wir unser Essen. Nein, das ist der Pokémon Fanclub. Wettbewerb ist auch irgendwo, wie ich weiß. Aber da gab es, falls ich mich nicht irre, ja, hier ist das Wettbewerb. Und hier in der Nähe gab es eine Frau, die einem geholfen hat, ja, Knusperlis zu machen. So, lass mich machen. Muss ich unbedingt mit dir reden? Hallo! Hier kannst du durch das Kochen der Bären Knurpse machen. Knurpse machen. Kochen. Was haben wir hier? Erstmal 4 Himbeeren. Zwei. Eins. Let's go. So, wahrscheinlich müssen wir gleich auf die andere Seite drehen. So, machen wir jetzt langsamer, denn wir müssen jetzt auf die andere Seite drehen. Das war mir klar. Und noch einmal auf die andere Seite, Fischlins. Nein! Komm schon, ich habe mir die größte Mühe gegeben. Es ist nicht gut geworden, Fischlins. Das war mir klar. Nein, danke. Ich kann es eh nicht, also warum es überhaupt auszuprobieren? Shira hat es mal geschafft. Wieso was probieren, was man eh nicht kann? Aber ich weiß, soweit ich weiß, wurden mir Knurpse geschenkt. Knuspe, whatever. Knuspriges Zeugs eben. Hier muss irgendwo der Knurpsbox sein. Und die... Warte, was? Ich habe nur noch die schlechten? Gehen wir mit Antonia rein. Tut mir leid. Kann man nichts machen. Okay, versuchen wir es, Fischlins. Auch wenn wir verlieren, wird das Spaß gemacht haben.
Willkommen, Wettbewerb. Hier bist du goldrichtig, wenn du dich für Super Wettbewerb Show anmelden willst. Möchtest du ein Pokémon an einem Wettbewerb teilnehmen lassen? Teilnehmen. An welchem Wettbewerb möchtest du teilnehmen? Putzigkeit. An welchem Rang? Anfängerrang. Auswahl. So. Hydropumpe. Wähle einen Ball für den Wettbewerb aus. Das hier. Wähle noch ein Ort wieder aus. Viel Erfolg. So, Wettbewerbsoutfit. Okay, lasst uns sehen, Fischlins. Oh yeah, Antonia hat schon gute Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die leider auch. Oh yeah. Wie gesagt, die Wettbewerbe im dritten Generation sind viel schöner als hier. Okay, los geht's. Los, Antonia, du schaffst es schon. Ich hoffe, wir haben gewonnen, Fischlins. Die Wettbewerbsshow war ein voller Erfolg. Okay. Es ist nun an der Zeit, den Showstar der heutigen Veranstaltung zu zeigen. Okta und sein Antonia! Woo! Wir haben es geschafft, Fischlins. Es war zwar Anfänger, aber es ist immer schön zu gewinnen. Hier ist ein Preis für Putzigkeitssticker. Wir freuen uns auf deine Teilnahme. Dankeschön. So. Lamina. Ich glaube, Lamina habe ich schon, wenn ich mich nicht irre. Nope, ich irre mich auf jeden Fall. Ja, hallo, wie läuft's denn so, Trainer? Du willst doch sicher die Arenaleiterin erneuern, habe ich recht? Tja, das ist momentan nicht möglich. So leid es mir tut. Du willst wissen, warum? Ganz einfach, sie ist nicht hier. Schau einfach später nochmal vorbei, okay? Ich warte so lange hier. Ich habe kurz den Überblick verloren, Fischlins. Ich muss zur Weideburg. Warum bin ich dann hierher gekommen? Oh ja, wartet mal. Geht man von hier aus zu... Ich weiß nicht, aber ich könnte es mal ausprobieren. So. Dam dam da 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 di 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 di. Können wir nicht einfach dahin fliegen? So, fertig ist. Ba 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 ba. Von Slady bis hier. Oh mein Gott, wieso wiederholt ihr euch ständig? So, bin ich überhaupt richtig? Nein, ich muss hier irgendwas machen.
Ich frag mich, was ich dort machen soll, Fischlins. Ich habe wirklich den Überblick verloren. Das ist jetzt kein Scherz. Den Arena haben wir bereits gemacht. Ich besuche die Gegend von Großmann Sebi. Und so weiter. Was sagst du? Ha, endlich ist das Paket aus der Lagerhalle ins Slider angekommen. Jetzt nichts wie ab zur See damit. Das ist eine sehr wichtige Mission und Versagen ist keine Option. In Großmoor gibt es zu viel Störfaktoren. Davon darf ich mich nicht ablenken lassen, hä? Du hast meine Selbstgespräche gerade belauscht, oder? Los, gib's zu. Wenn ich nicht so in Eile wäre, würde mein Pokémon dir die Ohren langziehen. Ich bin auf dem Weg zum See. Da habe ich keine Zeit für dich. Wage es nicht, mir zu folgen, verstanden? Wuhu! So. Ich habe mich erinnert, Fischens, dass ich genau das machen muss. Lass mich in Ruhe. Wenn unser Experiment gelingt, wird unser Boss in der Lage sein, eine ideale Welt zu erschaffen. Daher werde ich mit Sicherheit jetzt nicht meine kostbare Zeit mit dir verschwenden. Also bleib gefälligst, wo du bist und lauf mir bloß nicht hinterher. Oh, Jochen ist gekommen. Hey, ich habe das Gefühl, wir rennen immer ineinander, wenn wir uns treffen. Ich mache das echt nicht absichtlich. Na, wie geht's, Jokta? Trainierst du auch deine Pokémon gut? Dann will ich mal testen, wie stark ihr inzwischen geworden seid. Los geht's, los geht's. Der hyperaktive Jochen ist wieder da. Jochen setzt Stralili ein. Junge, wieso hast du immer noch einen Stralili? Okay, Zeterna, let's go! Finsaura! Oh. Schauen wir, wer nach Zeterna kommt. Antonia, wie es scheint. Jochen spielt Pliprim. Bürde. Und zack. Oh yeah, jetzt ist Piepmatz dran. Und auch zur rechten Zeit, weil er spielt jetzt einen Ponita. Aquavelle Antonia! Man sieht, dass du deine Pokémon gut trainierst. Los, Roselia! Pflanzen-Pokémon. Aber auch Gift. Also. Senkopfstoß. Zack. Roselia wurde besiegt. Was? Du willst mich weiß machen, dass du mich verloren hast? Na gut, vielleicht bist du jetzt in unserem letzten Kampf tatsächlich etwas stärker geworden, aber da. Da hast du mich echt auf deinen falschen Fuß erwischt. Nur so kann ich ihnen meine Niederlagen erklären. Sag mal, was soll ich mit diesem komischen Typen von Team Galactic geben? Ich weiß nicht, was er vorhat, aber ich an seiner Stelle würde ich ihm folgen. Wer so schnell wegrennt, dann kann ich es gut diesem Schilder führen. Es sei denn, handelt dabei um meinen Pokémon. Alles Gute, los, Gamer! Mann, er spricht viel zu schnell, oder? Nochmal rede ich mit euch nicht, das nervt mich schon langsam. Hier haben wir unsere Sinnelbeeren-Fischlins. In dieser Folge ist einiges passiert. Das freut mich, weil wir sind zum Ende gelangt und zum Ende. Also wir haben auf jeden Fall mal einen Wettbewerb abgeschlossen und...
das Beste ist, wir haben Jochen mal wieder bekämpft, Fischlins. So, das war's, Fischlins. Vergiss nicht zu abonnieren und teilt mit euren Freunden, falls euch unsere Videos gefallen haben. Und ansonsten sehe ich euch im nächsten Part mit Antonia zusammen. Haut rein, Fischlins. Bam!